Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Überlass mich nicht meinen gierigen Gegnern, denn falsche Zeugen stehen gegen mich auf und wüten. Dieser Satz aus einem Psalm gilt für Jesus, dessen Leiden und Sterben wir in dieser Woche ganz besonders bedenken und dankbar sind dafür. Wir wollen gerne ihm den Dank zum Ausdruck bringen. Wir wollen gerne ihm Ehre erweisen, der am Kreuz erhöht wird, ist der uns erhöht bis in den Himmel hinein. Bevor wir aber mit ihm die Messe feiern und bei ihm sein dürfen, müssen wir uns besinnen und bekennen, dass wir immer wieder sündigen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, hilf uns, das Gedächtnis des Leidens Christi so zu begehen, dass wir von dir Verzeihung erlangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Hört auf mich, ihr Inseln, merkt auf, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen. Als ich noch im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt. Er machte meinen Mund zu einem scharfen Schwert. Er verbarg mich im Schatten seiner Hand. Er machte mich zum spitzen Pfeil und steckte mich in seinen Köcher. Er sagte zu mir: Du bist mein Knecht, Israel, an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will. Ich aber sagte: Vergeblich habe ich mich bemüht, habe meine Kraft umsonst und nutzlos vertan. Aber mein Recht liegt beim Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Jetzt aber hat der Herr gesprochen, der mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht gemacht hat, damit ich Jakob zu ihm heimführe und Israel bei ihm versammle. So wurde ich in den Augen des Herrn geehrt, und mein Gott war meine Stärke. Und er sagte: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die Verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Du edles Angesicht, vor dem sonst alle Welt erzittert im Gericht.
Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Sei gegrüßt, du unser König. Dem Vater gehorsam lässt du dich zum Kreuz führen, wie ein sanftes Lamm, das man zur Schlachtbank führt. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern bei Tisch war, wurde er im Innersten erschüttert und bekräftigte: Amen, Amen, das sage ich euch. Einer von euch wird mich verraten. Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu. Es war der, den Jesus liebte. Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche. Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Als Judas den Bissen genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm: Was du tun willst, tu es bald. Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte. Weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen: Kaufe, was wir für das Fest brauchen. Oder Jesus trage ihm auf, den Armen etwas zu geben. Als Judas den Bissen genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war Nacht. Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen und er wird ihn bald verherrlichen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, und was ich den Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch euch. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Simon Petrus sagte zu ihm: Herr, wohin willst du gehen? Jesus antwortete: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen, du wirst mir aber später folgen. Petrus sagte zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich hingeben. Jesus entgegnete: Du willst für mich dein Leben hingeben? Amen, Amen, das sage ich dir. Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, einen kurzen Gedanken dazu, nämlich zu diesen beiden Aposteln, Petrus und Judas Iskariot. Beide sind untreu geworden. Der Judas, der Jesus verraten hat, Petrus, der ihn dann verleugnet hat, was ihm Jesus auch vorausgesagt hat. Welcher Unterschied ist in der Schuld der beiden? Kaum einer. Ob ich ihn verrate oder verleugne, ist wohl nicht viel Unterschied. Und doch ist es ein Unterschied in der Reaktion.
Judas hat nach seinem Verrat Selbstmord begangen. Er hat nicht die Größe gehabt, zu Jesus zu gehen und um Vergebung zu bitten. Petrus hat ihn verleugnet, aber er hat bereut. Und wie wir bei Lukas hören, hat ein Blick Jesu, der ihn getroffen hat, als man Jesus abgeführt hat, ihn so bewegt, dass er hinausging und bitterlich weinte. Der Unterschied ist also der eine bleibt bei seinem Verrat, er bereut nicht und nimmt nicht die Barmherzigkeit Gottes in Anspruch, während Petrus es tut. Und da liegt auch für uns die große Aufforderung, auch zu bekennen und zu der Schuld zu stehen, aber zugleich auch an die Barmherzigkeit Gottes zu glauben. Gott ist unendlich barmherzig und es gibt keine Sünde auf der ganzen Welt, die Gott nicht verzeihen würde, wenn er darum gebeten wird. Wir dürfen immer und immer wieder zu ihm kommen. Auch wenn wir schwer gesündigt hätten, wir dürfen zu ihm kommen und ihn bitten um Vergebung. Und weil Gott unendlich barmherzig ist, vergibt er uns auch. Nehmen wir dieses Angebot Gottes an. Viel zu wenig tun wir es. Viel zu wenig zum Beispiel in dem Sakrament, das uns Jesus gegeben hat in der Kirche, das Sakrament der Beichte. Viel zu wenig nehmen wir das in Anspruch, dass da jemand ist, der zu uns sagen kann, im Namen des dreifaltigen Gottes spreche ich dich los von deinen Sünden. Viel zu sehr haben wir das Augenmerk darauf gerichtet, dass ich da mich bloßstellen muss, weil ich meine Sünden bekenne, und viel zu wenig bedenken wir, welch Großes da geschieht, wenn ich die Lossprechung bekomme. Das Bekenntnis tut ein bisschen weh, die Lossprechung aber führt uns wieder in die Gemeinschaft mit Gott. Die Lossprechung ist es, die für die Ewigkeit bestimmt ist, weil wir ohne Sünden dann beim Herrn sein dürfen. Drum auch immer wieder dürfen wir dieses Sakrament empfangen und nicht vernachlässigen. Ein so großes Angebot, das uns Gott durch die Kirche hier gibt, darf man nicht ausschlagen. Es wäre fatal, es zu tun, weil man damit Gott zurückweisen würde. Gelobt sei Jesus Christus. Lasst uns beten zu Gott, der den Notleidenden aufrichtet und den, der um Hilfe schreit, erhört. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für die, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, dass sie ihre Aufgabe treu bleiben und dich nicht verraten. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für die, die in Politik und Gesellschaft Verantwortung tragen, dass sie Recht urteilen und zum Wohl der Menschen entscheiden. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für die Kranken und Leidenden,
dass sie das ihnen auferlegte Kreuz mit Gottvertrauen tragen und Segen erwächst aus ihrer Geduld. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für uns, die wir an unseren Aufgaben immer wieder versagen, dass wir unseren Weg durch Gottes Kraft in Treue gehen. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Auch die Messanliegen nehmen wir in die Fürbitten hinein. Markus Staudacher für verstorbene Mutter zum Sterbeandenken. Familie Wahlmüller-Gerhard für verstorbene Mutter zum Sterbeandenken und zu den heiligen Schutzengeln. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Ja, um das bitten wir dich, Herr unser Gott, durch deinen Sohn im Heiligen Geist. Amen. Die Farbe deiner Wangen, der rote Lippenpracht, ist hin und ganz vergangen. Des blassen Todes Macht hat alles. Und Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Der Herr nehme das Opfer an, aus den Händen, zum Lob und seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Sei uns gnädig, Herr, unser Gott, und sieh auf die Opfergaben deines Volkes. In dieser Feier schenkst du uns Anteil am heiligen Mahl. Führe uns auch zum Hochzeitsmahl des ewigen Lebens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deines Erbarmens zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn wiederum kommen die Tage, die seinem heilbringenden Leiden und seiner glorreichen Auferstehung geweiht sind. Es kommt der Tag des Triumphes über den alten Feind, es naht das Fest der Erlösung. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 heilig ist der Herr. Heilig, 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 heilig
du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir wollen beten, wie der Herr uns beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Wir wollen ihn bitten, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche
und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wie groß ist die hingebende Liebe Gottes an uns.
hat sich nicht nur am Kreuz für uns hingegeben, er gibt sich auch in unser Herz hinein, in das Herz, das ihn auch so oft verleugnet und zu wenig liebt. Singen wir die beiden letzten Strophen auf der Seite 21. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir, wenn ich den Tod soll leiden, so triebst du dann wenn mir am allerbängsten wird um das Herz sein, so reiß mich aus dem Nächsten Kraft deiner Angst und Pein. Erscheine mir zum Schilde, zum lasst uns beten. Barmherziger Gott, du hast uns in diesem Mahl die Gabe des Heils geschenkt. Dein Sakrament gebe uns Kraft in dieser Zeit und in der kommenden Welt das ewige Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Es gibt in dieser Woche ein besonderes Segensgebet. Gott, unser Vater, schau gnädig herab auf deine Familie, für die unser Herr Jesus Christus sich freiwillig in die Hände der Sünder überliefert und die Marter des Kreuzes erduldet hat. Er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und verbleibe alle Zeit. Amen. Gehet hin in Frieden. Amen.